Wir haben heute mal einen kleinen Haul zwischendurch, also ein kleines Einkaufsvideo. Denn ich hatte nämlich in den letzten Tagen Besuch hier. Und der liebe Ralf hat mir ein bisschen was aus dem Action wieder mitgebracht. Wollte ich euch gerne mal zeigen, weil das so Papierblöcke waren, die ich unbedingt haben wollte. Ihr seht hier schon den ersten. Das gibt es so in verschiedenen Farbtönen. Ich habe jetzt hier so ja 4 Blöcke bekommen. Und dann sind da normale Papiere drin. Die sind ja geil. Richtig schöne Farben. Und dann ist da auch immer noch hier so ein Glitzerpapier drin. Oh. Verschiedene. Also alles schön passig immer. Alles in deiner Lieblingsfarbe. Der hier ist in meiner Lieblingsfarbe. Dann haben wir hier so ein grünes Glitzerpapier. Ist nicht alles immer Glitzer. Ist aber schön bunt, dass man das alles schön miteinander verwerten kann. Und wenn man dann natürlich alle 4 Blöcke hat, hier den pinken muss er mir natürlich auch mitbringen, dann hat man eine ganze Menge an Auswahl. Die Blöcke sind ja eigentlich unschlagbar im Preis von Action. Und dann hat man eine richtig große Auswahl an Papieren, die man für alles Mögliche zum Basteln benutzen kann. Ist auch eine richtig gute Stärke an Papier. Dieses Glitterpapier ist ein bisschen dünner als das normale. Aber sind halt mal schöne Farben. Und dann, guck mal, wie viele schöne Farben da drin sind. Richtig so immer heller werdend, von ganz dunkel zu ganz hell. Dann haben wir hier noch so verschiedene Grüntöne. Und wir sehen ja hier 180 Gramm. 13 verschiedene Farben, also ist schon eine ganze Menge drin in den Blöcken. Da kann man schön was mit arbeiten. Also, coole Sache. Freue ich mich immer, wenn ich solche Blöcke kriege, weil die vom Preis her angenehm sind, so angenehm, dass man sagt, gut, die zerschneide ich dann nochmal. Und sind edle Farben. Schöne Sachen drin. Hm? Wenn ich den gleichen Block jetzt hier aber von Crafters Companion oder sowas gekauft hätte für 20 Euro, dann tut mir das in meiner Seele leid oder am Herzen weh. Zerschneiden soll, aber dafür sind sie nun mal da. Aber es sind schöne Blöcke, tolle Farben. Hier haben wir jetzt noch so einen pastelligen. Oh. Jetzt sind da so hellere Farben. Auch wieder so Glitzer. Sind doch immer 4, glaube ich, von einer Sorte. Dann so eine Glitzerfarbe da. Schöne Sachen, also kann man nicht meckern. Schöne Farben, schön zum Basteln. Dann haben wir hier einen Block, den wollte ich unbedingt haben. Den habe ich irgendwo gesehen und habe gesagt, den möchte ich gerne, weil hier solche Kuchenstückchen irgendwo drin sind. Man hat jetzt hier so verschiedene kleine Törtchen, ein bisschen Obst dazu, Buttercreme, Tuffs, sagt man ja dazu. Dann einfarbig, dann mal mit Goldprägung. Wieder mit Goldprägung. Hier sind doch schöne Sachen. So für Geburtstagskarten oder sowas sind doch das ganz tolle Hintergründe. Und dann von mir ist noch ein Cupcake hier vorne drauf. Habe ich noch irgendwo ihn ausgestanzt? Ja. Wenn man dann bloß noch so ein Cupcake vorne drauf setzt oder so ein kleines Törtchen, was man so, was ich mir letztens ausgeschnitten habe. Aber ich habe auch Stempel mit Cupcakes, dann kann man sich ein größeres. Du darfst das ruhig in der Mitte von dem Papier setzen, dann können wir es besser sehen. Mitte vom Papier. Jetzt muss man das natürlich dann auch noch farblich anpassen. Also muss man gucken, was dann farblich passt. Aber wie gesagt, ich habe auch noch Stempel mit so Cupcakes oder mit Tassen. Dann kann man sich eine schöne Kaffeetasse da noch mit hinmachen und einen Cupcake. Habe ich gedacht, ist eigentlich ein schöner, einfacher Hintergrund. Dann noch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Habe ich mir auch schon ein paar vorbereitet, solche Sachen, die man dann farblich hinterlegen kann. Das waren so Stempel und Stanzen von La Blanche. Und dann hat man schon eine Karte fertig, nur weil der Hintergrund so schön aussieht. Und das sind doch wohl richtig schöne Motive. Ja. Eins muss doch wenigstens noch sein. Hier, da. Das hier mit den Herzen, das sieht doch richtig schön aus. Kuchen als Herz oder Herz als Kuchen. Kleine Cupcakes, so ein bisschen in Lila gehalten. Einen zarten Lila. Oh, da kommt noch eins. Da kommt noch eins. Cupcakes und Luftballons. Also ich fand den so toll, den muss ich haben. Und für 3 Euro kann man sich sowas hinlegen für besondere Anlässe. Oder auch für Einladungen. Kommt mal zum Kaffee oder sonst was. Cupcakes sind auch immer schnell gebacken. Die kann man schnell mal machen. Und dann habe ich hier noch einen Block. Den wollte ich haben wegen der Rosen. Da sind so verschiedene Rosendinger mit drin. Die anderen Blätter, naja gut. Hier diese Aquarellseiten, die kann man immer noch schön verwenden für Kartenhintergründe. Mit den Herzchen hier ist ja auch
herzallerliebst. Mal mit Glitzer und mal ohne. Die hier sind so ein bisschen hoch hier gestellt, also ein bisschen, Relief. Bisschen reliefartig. Das kannst du richtig anfassen und merkst eben diese Relief. Das hier ist glatt. Hier haben wir dann die schönen Rosen. Die fand ich einfach so schön. Die muss, den Block musste ich haben. Dann wieder und mit Glitzer umrandet. Also, ja. Hier mal wieder so. Hier ist auch wieder mit Glitzer umrandet. Die lassen sich immer wieder schöne Sachen einfallen. Da muss ich jedes Mal staunen. Hier ist ein bisschen Glitzer, ja, Glitzerpunkte so drauf. Hier dann ohne. Die Röschen mit ein bisschen Glitzer und ohne. Schöne Papiere, mit Schwarz. Ja. Aber irgendwo passt das auch mal. Eigentlich schöne Sachen, schöne Grundpapiere. Und wie gesagt, das tut nicht weh, wenn man so einen Block zerschneidet. Das ist für mich immer ganz wichtig. Die anderen sammle ich ja mittlerweile mehr, als dass ich sie zerschneide. Aber ein Blatt davon zerschneide ich immer. Oder ich heb wenigstens eins dann auf. Da sind ja meistens sind ja zwei, drei von einer Sorte. Dann hat er mir so kleinere Blöcke mitgebracht. Denke mal 15 mal 15 ungefähr. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob die aus dem Action sind oder aus dem Teddy oder sowas. Da sind jedenfalls so eine schönen Hologrammpapiere drin. Aber die sind dünn. Steht da irgendwo drauf, wie schwer die sind. Also das sind jedenfalls dünne Papiere. Kann man aber schön nehmen, um irgendwelche Schriftzüge oder sowas auszustanzen. Hologrammpapiere, sieht immer cool aus. Ein bisschen Glitzerpapier mit drin. Braucht man immer. Hier so ein nur Spiegelkarton. Also Karton ist es ja nicht, dünnes Papier. In verschiedenen Farben und dann nochmal sowas. Warum das jetzt da drin ist, keine Ahnung. Van Gogh. Mir ging es eigentlich um diese Glitzer- und Hologramm-Dinger. Das dann in verschiedenen Farbtönen. Hier haben wir jetzt mal so ein bisschen blau. Mit Rot auch wieder Glitzer. Also Spiegel. Und dann hier mal was Buntes noch. Dann nochmal, ja, was das von Farbton sein soll. Ist jedenfalls blau, grün und schwarz dann drin. Hologramm. Glitzer. Glitzer kann man nicht genug haben. Schwarz. Schwarz kann man mal zum Unterlegen oder sowas, wenn du so einen Gruß hast. Und dieses bunte Papier hier, naja, finde ich auch irgendwann eine Anwendung für. Und hier waren dann solche Rosen eben mit drin. Auch wieder Hologramm. Oh, das sieht aber gut aus. Cool, ja. Hologramm. Glitzer, Spiegel und dann eben diese hier. Das fand ich auch so schön. Ja, das fand ich auch so schön. Deswegen wollte ich das so gerne haben. Kann man einfach so auf eine 15x15 Karte drauflegen, ist schon gleich fertig. Ja. Musst du bloß noch Happy Birthday oder. Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Happy Birthday machen wir ja nicht. Mal cleaner. Ja, dann gibt es noch so eine ganz kleinen Blöcke, die habe ich mir gedacht, weil das auch so dünnere Papiere sind, um mal Blümchen oder sowas zu arbeiten. Dann braucht man das nicht einfärben, hat dann hier gleich die Farben schon passig zusammen in einem Block und kann sich da mal Blümchen machen. Fand ich ganz cool. Also habe ich mir so gedacht, ob das mal was wird. Man kauft sich so viel und packt sich das hin und hat ja eigentlich eine Vorstellung, aber ob es dann mal was wird, ist eine andere Sache. Man hat ja auch nicht unendlich Zeit. Aber Ideen hat man eine ganze Menge, was man machen könnte. Nimm dir Zeit. Wären bestimmt auch schöne Blümchen. Also den Uhren hier. Aber das war auch gut. Mit den Uhren, das fand ich schön. Das ist cooles Papier. So. Auch mal um einen Spruch zu hinterlegen oder sowas. Und dieses hier, das finde ich ganz cool. Solche Papier möchte ich mal in größer haben. Aber ich glaube, ich habe schon eine Sorte davon gekauft. Damit kann man, wenn man damit nämlich Blümchen macht, sieht aus, als wenn die aus der Zeitung ausgeschnitten sind. Ja. Sieht auch cool. Und dann nochmal in Grüntönen. Also. Finde toll, dass das so passig ist. Muss man mal sehen. So. Dann hat er mir noch ein Set mitgebracht, so. Warum da Postkarten draufsteht, weiß ich nicht. Das sind jedenfalls Briefumschläge, sieht man hier hinten. Und diese Kartenrohlinge. Und dann immer so, dass es farblich passend ist. Du hast jetzt hier einen Kartenrohling in weiß. Ist natürlich auch cool. Da habe ich früher auch noch nie dran gedacht. Wenn du jetzt ein farbiges Papier hast, dass du das einfach so als Kartenrohling nimmst und hast trotzdem in weiß, dass du was draufschreiben kannst.
ja, muss man sich erstmal woanders abgucken. Und dann hat man nämlich passend zu den Farbtönen, dann hast du hier nämlich passenden Umschlag dazu. Also. Und das dann mit allen Farbtönen, die jetzt hier so bei sind, eine blaue Karte, dann hast du hier irgendwo einen blauen Umschlag, der dann da wieder zupasst. Hier der hier, dass das immer so passig ist. Das ist eine coole Sache. Ja. Da ein neckisches. Ja, heute kam dann endlich noch meine Bestellung von La Blanche an. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich euch mitzeigen gleich, weil ich das so toll fand. Vielleicht bekommt ihr das noch im Shop, wenn ihr es haben wollt. Das sind jetzt hier Rub-On-Pigmente. Ich zeige euch das gleich mal, wie man das macht. Das sind, also Pigmente kennt ihr ja schon, die man irgendwo aufpudert. Man macht vielleicht einen Kleber drunter, dann das Pigment drauf. Und diese Teile hier sind jetzt für Embossing-Pulver. Kann man die nehmen, also man kann einfach embossen, ich zeige es euch gleich, und dann einfach diese Farben drüber machen. Habe mir jetzt ein paar verschiedene Farben ausgesucht. Im Endeffekt habe ich mir gesagt, gut, ich habe jetzt hier 7, 9 wären es gewesen, vielleicht hätte ich doch alle 9 gleich nehmen können. Waren bloß 9, naja. Man will ja immer ein bisschen sparen. Habe jetzt 2 eingespart, aber naja. So, dann zeigen wir euch mal, wie diese Rub-On-Pigmente, also Rubbelpigmente, wie heißt das, funktionieren. Manchmal kommt man auf die einfachsten Worte nicht. Wie die funktionieren? Ich habe die jetzt mal ausgepackt. Jetzt sieht man hier unten dann immer die Farben. Oben steht zwar drauf, aber unten kann man halt die Farben schön sehen. Sind schöne kleine Schachtelchen, wo das eingepackt ist. Ich habe mir jetzt eine Karte vorbereitet. Einen gelben Untergrund. Wollte ich vor einer Weile schon mal fertig basteln, die Karte. Passt jetzt super, dass es noch nicht fertig ist. Habe mir dann einen Aufleger dafür zurecht gemacht hier mit so Ostereiern. Dann sollte eigentlich dieses große Osterei hier in die Mitte noch mit rein, und anstelle von diesem ein frohes Osterfest stempeln wir jetzt einfach mal mit einem Embossing Stempelkissen dieses drauf hier. Frohe Ostern stempeln. Einfach hier mal drauf. So, jetzt kommt da klares Embossing-Pulver drauf. Habe ich hier so eine große Packung mir mal zugelegt, weil man klar nämlich auch schöne Sachen hervorheben kann. Nee, das ist jetzt so groß, da kommt dann gleich ein ganzer Schwall, aber ist egal. Frohe Ostern. Der Rest hier gleich wieder rein. So, jetzt brauchen wir den Embossing-Föhn. Schmelzen uns diese Pulver hier. Jetzt ist das hier drauf geschmolzen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, weil wir ja Klares genommen haben. Da müssen wir schon unseren Röntgenblick anlegen. Kurz trocknen lassen. So, und jetzt kommt unser Dings hier zum Einsatz, unser Rub-On. Jetzt muss man bloß eine Farbe nehmen wir Gold oder nehmen wir Blau. Passend hier drauf. Passt jedes. Machen wir mal Blau, weil damit das besser zu sehen ist. Vorsichtig aufmachen. Schräubchen nochmal zu und nochmal zu. Na komm her. Ich will das jetzt nicht auskippen, das ist immer. So, dann haben wir hier diese schönen Pigmente. Und die rubbeln wir uns jetzt hier drauf. Auf dieses Embosste. So, und dann kann man mit einem weichen Pinsel alles, was jetzt nicht auf diesem Embossen da drauf ist, ein bisschen wieder wegrubbeln. Eigentlich sollte das ganz weggehen. Bin ein bisschen enttäuscht, dass das blau im Hintergrund bleibt. Das macht aber nichts. Wenn man gleich wie sie verteilt, ist doch gut. Und dann hat man jedenfalls dieses, was man jetzt farblos embossed hat, in dem Blauton. Ich rubbel jetzt einfach mal nochmal ein Gold drüber, mal sehen, wie das mit Gold aussieht. Du bist aber mutig. Ja, probieren wir das jetzt einfach mal.
Gold drüber. Hier, wenn es erstmal draufgerubbelt ist, ist es draufgerubbelt. Aber vielleicht ein bisschen den Hintergrund noch verändern. So. Sieht immer bei anderen so einfach aus, ist es dann aber ja nicht, weil der Hintergrund bleibt einfach in dem leicht bläulichen Ton. Aber sieht trotzdem gut aus, also ja. Dadurch, dass das jetzt so schön glänzt. Ja. Könnt ihr einfach mal nur im Gold machen. Wieder drauf stempeln. Die ganze Prozedur noch mal von vorn. Alles noch mal von vorne. Jetzt machen wir hier mal ein Gold. Embossing Pulver. So, jetzt wollen wir das hier mal mit Gold probieren. Bloß mit dem Rest, der da oben drauf war, sondern... Oh! Gold. Glitzert die Verrückte. So, da den Rest abwischen. Dafür kann ich ja meine schönen Pinsel nehmen, meine Meerjungfrauenpinsel. Dann brauche ich die nicht mit Farbe versauen. Aber schön muss es sein. Schön muss es sein. Und hier fällt das nämlich jetzt ja nicht so doll auf, wenn man das jetzt mit Gold macht, dass da Gold im Hintergrund ist. Weil das ja ein heller Farbton ist, goldig eben, da ist es mehr oder weniger egal. Fällt nie auf. Ja. Mein Gold sieht richtig gut aus. Mach mal Gold drauf dann jetzt. So, ich habe mir das jetzt einfach mal hier mit so einem Stanzer ausgestanzt, obwohl das jetzt ja nicht so perfekt dafür ist. Ist vielleicht ein bisschen groß, aber... Dann mache ich das Ei eben auf diese, also lege ich das Ei eben so schräg hin und mache dann dieses frohe Ostern hier drauf. Und das sieht doch wohl richtig cool aus mit diesem Gold. Dann kann man das festkleben und dann ist die Karte fertig. So, und schon hat man eine schöne Karte gestaltet mit diesen goldenen Schriftzügen. Ist schon eine coole Sache. Geht ganz einfach. Ja, macht was her. Mhm. Dann hatte ich mir da noch mitbestellt so einen Möbellack, weil der nämlich gut sein soll, klar, glänzend. Und der ist gut für, wenn du jetzt eine Flasche gestaltest, mit solchen Rubbelmotiven von La Blanche, mit sowas hier zum Beispiel, oder diese Osterteile. Wenn du das aufrubbelst auf ein Glas, kann man das Glas ja immer nicht mehr abwaschen. Aber wenn du dann diesen Klarlack drüber machst, einfach drüber sprühen, dann hast du das fixiert und kannst dann diese gestaltete Glas auch mal abwaschen. Das ist gut. Ist dann eben fest, genau. Da machen wir uns ein kleines Glas für Ostern, ein kleines Teelicht. Könnten wir eigentlich, ja, weiß ich nicht, wann wir das zeigen. Ist ja nur schon Ostern. Das hat alles ein bisschen länger gedauert, ehe die gekommen ist. Aber die hier fand ich so cool. Vielleicht macht man das mal irgendwo auf ein Teelicht drauf. Also hier solche goldenen Osterhäschen. Ich hole mir nachher mal ein Glas. Dann hängen wir das einfach hier mit dran an das Video. Ja. So, ihr Lieben, jetzt wollte ich euch zeigen, wie das mit dem Klarlack funktioniert. Ja, es funktioniert, aber es ist kein glänzender Klarlack, sondern matter. Also wenn ihr da im Shop bei La Blanche guckt und noch die Möglichkeit habt, so einen Lack zu bekommen, dann passt auf, dass da nicht hier unten ganz klein matt draufsteht, sondern glänzend. Jetzt nicht schlecht, ist aber nicht das, was ich erwartet habe. Das ist nur nicht das Ergebnis, was wir erzielen wollten. Was wir erwartet haben, ja. So, ihr Lieben, eigentlich sollte das ja nur ein kleiner Action-Haul sein mit den Blöcken, die ich jetzt hier bekommen habe, dass da jetzt noch ein bisschen La Blanche mit drin ist. Ja, aber das wollte ich euch halt nicht vorenthalten, weil da immer wieder tolle Sachen sind. Die Farben habe ich jetzt hier natürlich schon eingeordnet in mein kleines Schubkästchen. Die passen da super rein. Also bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und schönsten Sachen und wünschen euch vor allem frohe Ostern, bleibt gesund. Und bleibt neugierig auf unsere neuen Videos. Es dauert ein bisschen, ehe was Neues kommt. Ostern machen wir nämlich jetzt auch frei, obwohl ihr das ja erst nach Ostern merkt, weil jetzt kommen ja noch die Videos, die fertig sind. Ja, wir haben das verdient. Frohe Ostern euch allen!